Ein Gericht im russischen Sankt Petersburg hat den Geschichtsprofessor Oleg Sokolow wegen Mordes und unerlaubten Waffenbesitz zu einer Haftstrafe von 12,5 Jahren verurteilt. Sokolow hatte gestanden, seine rund 20 Jahre jüngere Lebensgefährtin nach einem Streit getötet und anschließend die Leiche zerstückelt zu haben. Er wurde im November 2019 in betrunkenem Zustand aus dem Fluss Moika gerettet. Im Rucksack, den Sokolow bei sich hatte, fand die Polizei einen Arm sowie eine Schusswaffe. Weitere Leichenteile lagerten in seiner Wohnung. Sokolow ist insbesondere für seine Forschungsarbeiten über den französischen Kaiser Napoleon bekannt. Mehrmals schlüpfte der 64-Jährige, der von Weggefährten als exzentrisch beschrieben wird, bei Geschichtsrollenspielen in das Napoleon-Kostüm und stellte den Kaiser dar.